So, apropos nächste Aufnahme. Ja, willkommen in der nächsten Aufnahme. So, nein, nicht New Game. Gamefiles Log Game. So. Ha, schaffst du doch eh nicht. Bitch. Achso, siehst du, vielleicht bevor ich hier noch weiter spiele, schließe ich mal. Ne, alles gut, alles gut. Alles gut. Sollte so passen. Und nochmal. Schöner Himmel. Oh, Alter, was ist mit dem Himmel los? War das schon immer so? Also, klar ist das natürlich wesentlich auflösender, aber ich meine jetzt so von der Art und Weise, war das schon bei normalen Hexen auch so rot? Alter, das sieht ja geil aus. So, dann gehen wir mal runter. Uah, sorry. Alter, die hat eine Range, das ist ja. Alter! Vor allem wieder so unfair, weil ich habe gerade gegen den roten Himmel geschossen und diese Viehscheide, die verschießt ja rote Feuerbälle. Das heißt, die hast du gerade gar nicht gesehen. Ich habe gerade quasi blind geschossen. Also, nicht ich blind geschossen, aber ich musste blind erahnen, ob die schießen oder nicht. Aha. Boah, jetzt sind wir Level 2. Das heißt, jetzt können wir auch mehr Leben aufbauen. Können wir mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Also davor hatten wir ja 68 maximal Leben. Und jetzt haben wir 71, also mal 3 pro Level mehr. Na gut, okay. Interessant. Gut. Weißt du, was das mal im Hinterkopf? Und ja, das ist jetzt so stockert. Wie gesagt, liegt nicht an. Dass so viel Spiel stockert, sondern es ist einfach, weil die Maus wesentlich, eine wesentlich gröbere Auflösung hat. Weswegen halt, ja, sehr fein anvisieren jetzt wesentlich schwieriger ist. Ich hoffe mal, es wird uns beim Bruteldüm nicht das Genick brechen. So, achso, ja, danke. Ein bisschen Mana kann nicht schaden. Nein, ja, geschafft. Feuer aus, Feuer an, Feuer aus, Feuer an, Feuer aus, Feuer an. Ja, diese guten alten Engines. Ah, Gott. Schnauze zu, Affe tot. Nice, sieht das genauso aus wie bei mir zu Hause. Du sagst bei mir im Krankenhaus nach meiner Entbindung aus. So, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh. Danke, danke, danke. Dann legen wir mal den Schalter um hier. Oh, jetzt sogar schon mit richtig leuchtenden roten Augen, ey. Aha, da war das Schwert. Oh, Alter. Also mit den leuchtenden roten Augen von der Weite sieht echt geil aus. Hat man jetzt richtig so rote halblöchende Punkte. So. Genau, sind die beiden Seitentüren hier aufgegangen? Oder die Seitenflügel?
Gehen wir mal wieder rein hier. Danke dafür. Hä? Ach da. Ist schon wieder. So, danke, danke, danke. Danke, danke, danke. So, das ist hier die Feuerseite. Aha, aha. So, was hier noch was? Ne, bloß ein bisschen Leben brauchen wir gerade nicht. Hä? Achso. Ah. Ich wollte gerade fragen, da war doch immer Lava. Oh. Ja, ja. Was? Ich dachte schon, das Ding erwischt uns jetzt hier. Aber tut weh. Tja, das Einzige, was für dich an Brudeltum jetzt ein bisschen scheiße ist, ist, dass es hier kein Dauerfeuer gibt. Das heißt, ich muss wirklich für jeden Schuss separat die Maus drücken. Naja. Das wird uns gerade bei diesen Viechern mit diesen Schutzschildern natürlich noch ordentlich aus dem Sack gehen. Das weiß ich jetzt schon. Ist die nächste Maus auch gleich kaputt. Weil das Witzige war, bei meiner alten Maus, da war die rechte Maustaste kaputt. Nicht die linke, die ich hauptsächlich benutze, sondern die rechte. Keine Ahnung warum, die Geist aufgegeben hat. Wahrscheinlich einfach, ja, altersschwach, keine Ahnung. Die Maus war ja schon ein bisschen betagt. Auf jeden Fall, ja. Hä, ich merke gerade, wir kriegen gar keinen Mana. Blaue Mana, das blaue Mana ist immer noch auf 0. Was ist denn da los? Print, Inf. Mana, Mana. Health Counter, Health has started. Blue Mana. Ach doch, wir bekommen Blue Mana, aber das ist eine andere Zellreihenfolge. Kann es sein, dass denn das Ding eine andere Art hat? Gucken wir mal ganz kurz. Was suche ich jetzt gerade? Display Option suche ich. So, wenn ich jetzt das mal hier auf 11 stelle. Okay, jetzt haben wir hier eine andere Hard und hier wird die Mana auch richtig angezeigt. Die Sache ist. Wartet mal ganz kurz, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen hier. Display Option lasse ich mal hier, aber ich gehe mal auf Alternate. Aha. On. Ist aber immer noch nicht. Ja, dann haben wir hier. Oh! Okay, jetzt habe ich das hier links und rechts unten. Na gut. Was? Ey Leute, krieg dich mal zusammen. Aber das sieht nicht so schön aus. Ich bleib. Können wir mal gucken, welches besser aussieht, von der Übersicht her vor allen Dingen. Achso, hier wird aber immer nur das angezeigt, was ich gerade in der Hand habe. Genau. Dafür habe ich aber unten ein Ding wieder. Und hier werden mir alle Items angezeigt und das, was ich ausgewählt habe, wird hervorgehoben. Ich glaube, dann bleib ich lieber bei dem hier. Ups, Entschuldigung. Ah, okay, ich hatte also direkt schon ausgewählt gehabt. Oh. Ja, danke dafür. Gut, dann bleiben wir auf jeden Fall hier bei dem hat. Hut, Hut. Das scheint übersichtlicher zu sein. Hallo! So, easy. Okay, dann gehen wir mal hier rein.
Wow. Boah, Alter, wie schnell sind die denn? Ey, die machen ja richtig das Autorennen hier. War's das? Nein! Oh. Sorry. Okay, scheint gewesen zu sein. Sehr schön. Dann können wir jetzt in die andere Tür reingehen. Das war die hier. Also das mit der Maus-Sense von FIFA war auf jeden Fall richtig. Weil ich erkenne mich immer daran an meinen 180 Grad Drehungen, weil ich drehe mich ja gerne mal so um 180 Grad mit einmal so. Und gerade daran erkenne ich es immer richtig, wenn die Maus richtig eingestellt ist, dass ich sowas perfekt hinbekomme. Also, naja, perfekt mehr oder weniger, aber auf jeden Fall gut hinbekomme. Und das war davor halt zum Beispiel absolut nicht möglich mit der Maus, deswegen muss man halt überall erstmal die Sense erhöhen. Die Softwareseitige. Ja. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Wobei ich hierauf schon Bock habe. Hier kommen schon die ersten Viecher mit den Schutzschildern. Oh, warum? Oh Gott, sind wir direkt unten? Alter! Wir haben direkt verloren. Oh, Alter! Fuck my life! Alter! Boah! Mein Leben, du Scheiße! Aber die hat doch wesentlich weniger aus jetzt! Toll! Genau, dich nehmen wir noch. Ich auch. Ah ja, die können schießen. Wow. Ey, die Fische sind ja auch allesamt wesentlich schneller. Alter, der muss richtig auf Sack sein. Die Fische geben richtig Gas hier. Feierabend. Genau. Alter Schwede. Das nenne ich mal brutal. Aber macht Fun. Macht echt Fun. Das Problem ist nur, wir sind noch in der ersten Hut. Und ist jetzt schon fordernd. Ey, das wird noch ein Spaß. Auf jeden Fall kann ich euch eins sagen. Mit der Mod, wenn wir die Add-ons definitiv nicht spielen, zumal ich doch gar nicht weiß, ob das überhaupt funktionieren würde. Aber wir werden sie auf jeden Fall nicht spielen, weil das wird auf jeden Fall zu heftig. Das heißt, wir werden bei Brutal Hexen nur Hexen spielen und auch bei Brutal Heretic nur die ersten drei Episoden. Ah, das reicht vollkommen aus. Man muss hier echt nicht übertreiben. So, aber dann gehen wir mal hoch. Wir sind jetzt erstmal runter. Aua. Oh, man kann durchlaufen. Und ja, man kann sich ducken, weil Brutal Hexen und Brutal Heretic ist ein neuartigeres Spiel. Heißt also, wenn hier Springen und Ducken freigeschaltet sind, dann darf man das auch. Das ist ein Legit.
Ich bin so ein Idiot. Jetzt bin ich hier. Ich kann hier aber gar nicht mehr raus. Das heißt, ich bin jetzt hier gefangen? Fragezeichen. Fuck my life. Also lieber doch nicht ducken. Ich möchte sterben. Sehr schön. Dann gehen wir mal hoch. Boy. Aua. Was zur Hölle? Hä? So, jetzt so? Aha. One third of this puzzle. So, jetzt muss ich die Tür nach der anderen Seite schieben. Ganz schön dunkel hier. Wow! Oh, Feierabend. Schnauze jetzt. Okay, dann haben wir es jetzt. Ach, du Scheiße. Dann haben wir es soweit geschafft. Ist hier auch einer gespawnt? Nö. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur anderen. Also, nee, gehen wir wieder zurück. Aber ist ja geschafft soweit. Müsste jetzt hier auch sein? Genau. Wow, du Scheiße. Tschüss. Wow. Alter, was für eine Range haben wir jetzt bitte? Nicht gut, nicht gut. Scheiße, Hilfe. Aua. Oh mein Gott. Alter. Alter, was geht hier ab, um Himmels Willen? Was zur Hölle passiert hier? Oh ne, jetzt kommt die Eispackung. Ist er tot? Scheiße. Ja, tot. Auf der linken. Ach du Scheiße. Oh
Auf der linken Seite müsste nicht auch noch einer sein. Oh, stopp doch mal! Wo bist du überhaupt? Geht doch. Puh. Alter, mit 25 Leben hier rum jonglieren. Ja, ach, du, ist ja noch einer! Wo kommt der denn jetzt her? Alter! Kommt der denn? Oh, hallo? Bitte rauf? Danke. Ich will sterben. So, dann lösen wir erstmal die Dinger hier aus. Sehr schön. Und tschüss. So, jetzt müsste ich eigentlich wieder nach oben kommen, richtig? Oder bin ich jetzt gerade den Weg versperrt? Ja, ich habe den Weg versperrt. Ah, nee. Hey, diese Taktik hätte ich mal in Vanilla-Hexen nutzen sollen, können, tun. Geht ja voll easy damit. Lol. Vielleicht ist es auch sogar so gedacht. Kann natürlich sein. Lass mich drauf. Arschloch. Hier nicht drauf. Hier nicht berühren. Denn das tut alles weh. Garantiert. So, hier kommt jetzt auch nochmal ein böser Gegner. Jawohl, ach du Scheiße, da war der mehrere. Boah, da gibt er noch, warum gibt er noch? Also irgendwie haben die hier bei dem HD Texture Pack ein bisschen total verkackt. Manche Texturen sind hochauflösend, so wie die hier, und manche sind so wie die hier absolut nicht hochauflösend. Also was auch immer die sich dabei gedacht haben, sie haben sich zu Ende gedacht. Naja, was soll's. Oh Gott, der Raum. Komm mal her! Wo immer du bist. Achso! Bei dieser Eismann da draußen. Du meinst, ist tot? Nummer 2 ist auch tot. Sehr schön. So. Da wollen wir mal hier. Einer müsste noch leben, ja. Ach, komm her, wo immer du bist. Hä? Fackeln an, Fackeln aus. Fackeln an, Fackeln aus. Und das, obwohl wir hier noch die Fackeln hier komplett sehen. Also das ist jetzt wirklich, das ist wirklich ein bisschen billig. Egal. Vor allem die hinteren Fackeln gehen nicht aus. Die bleiben an. Ist auch egal. Was ist denn jetzt? Wow. Boah, Alter! Oh! Erschreck mich doch nicht so, du Hurensohn. Was ist los mit dir? Nicht runterfallen.
Hier jetzt aufpassen. Ach ne, jetzt aufpassen. Na gut, machen wir nächste Folge. Gut, in dem Sinne, ja, bis zur nächsten Folge. Schau mit V.